Ja, hallöle, Freunde der guten Laune, besser Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag in unserer Wohnung. Nee, einfach beim Kebab-Chefs-Restaurant-Simulator, dem Simulator, in dem ihr für eure Gäste kochen müsst. Nicht nur Döner, sondern auch andere Spezialitäten und wir müssen unser eigenes Restaurant fühlen. Und ich habe ja damals schon die Demo gespielt und das war schon zauberhaft schön gewesen. Das Ganze ist traumhaft toll. Wir haben ja auch einen Mehrspielermodus. Das werden wir uns wahrscheinlich bei der nächsten, übernächsten Folge angucken, wie das funktioniert. Und wie gesagt, wir können unseren eigenen Laden hier aufbauen und den auch selber benennen. Der heißt zum Beispiel Steak-Kebab. Wie findet ihr den Namen? So, wie gesagt, wir sind jetzt noch mitten so ein bisschen in der Einführung. Wir haben jetzt hier jemanden, ich weiß nicht, der will uns irgendwie helfen. Der heißt Master. Ah, was haben wir denn da? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Stimmt's? Der meint bestimmt wegen unserem Vater. Der war nämlich früher auch Koch gewesen. Ja, genau. Ich habe diesen Ort schon aufsteigen und fallen sehen. Du musst sein Kind sein. Hoffentlich bist du nicht wieder eine Enttäuschung. Oh, okay, gut. Das ist anscheinend der Erzfeind, oder was? Ich hoffe, du verstehst, wie heikel diese Branche ist, Junge. Diese ist die kulinarische Dschungel, nur die Stärksten überleben. Mal sehen, ob dein kleines Unternehmen die Hitze standhalten kann. Du, bestimmt. Holen Sie sich erst die Zustimmung der Gourmetbehörde, dann bin ich vielleicht bereit, Sie zu konfrontieren, wenn ich gute Laune habe. Viel Glück, Neuling, wenn das möglich ist. Okay, das ist anscheinend irgendwie. Ach, ein Gourmet ist das. Okay, für die Feinschmecker sind die Lebensmittelrichter, die du überwinden musst, bevor du dich mit dem Meister stellst. Sie haben alle unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen. Um von einem Feinschmecker eine gute Note zu bekommen, musst du zuerst drei Gerichte herstellen, die sie verlangen. Wenn du dich damit bereit fühlst, kannst du sie in die Restaurants einladen und versuchen, sie zu schlagen. Okay. Oh, das sind die also. Ach, wir haben die richtigen Gegner. Okay. So. Alles klar. Oh, Entschuldigung, ich stehe ein bisschen im Weg, tut mir leid. Gut, eröffnen wir mal den Laden. Machen wir mal die Lichter an. Und dann geht's los. Warum ist das hier so dreckig? Ich hab das gestern sauber gemacht. So. Wie war das gewesen? Erst einmal will ich ein bisschen was versuchen zu bewegen. Genau, das will ich hier bewegen. Das packen wir mal hin. Das ist quasi unsere Ausgabestelle. Das ist quasi dafür da. Wir müssen mal gucken. Das packen wir einfach erst einmal hier hin, direkt an der Küche. Da können wir jeweils immer ein Gericht packen. Wir kochen halt ein Gericht und davon, ich sag jetzt mal, können sich wahrscheinlich so drei, vier, fünf Gäste was nehmen. So ungefähr müsst ihr euch das Ganze vorstellen. So, einfach mal kurz schließen. Wunderbar. Wir haben jetzt hier zwei Tische. Wir werden erstmal gucken. Wir müssen erstmal ein bisschen, oh, vorankommen. Oh, das müssen wir natürlich abwaschen. Warum auch immer das hier drin ist. Und wir werden erstmal hier ein bisschen vorankommen. Wir werden vielleicht mal hier noch ein, zwei Tische holen. Vielleicht werden wir uns auch schon mal angucken, dass wir hier. Genau, das können wir nämlich hier zum Beispiel reinpacken. Das ist unser bisher einziges Gericht, was wir können. Wir müssen, glaube ich, aufsteigen für die nächsten, bin ich der Meinung. Oder wir müssen uns was kaufen. Wir müssen mal irgendwie schauen, wie das hier funktioniert. Das sind die Gourmets. Genau, das sind unsere Gegner hier. Das ist im Großen und Ganzen das Tablet. Die Bank. Da können wir uns wahrscheinlich. Ach, guck mal, da können wir uns einen Kredit nehmen. Machen wir erstmal nicht. Mitarbeiter können wir uns zulegen. Wash Dishes. Ja, auch nett eigentlich. Aber täglich, der wird 250 haben. Können wir den jetzt hier nehmen? Wie ist denn das da? Oder müssen wir erstmal. Wir müssen erstmal wahrscheinlich Stellenausschreibung. Wir brauchen. Ach, guck mal, wir brauchen erstmal ein gewisses Level. Wir sind ja gerade mal Level 1 oder überhaupt so. So, Gebäudeshop. Ich würde ganz gerne mal hier noch einen Vierertisch kaufen. Und den hier halt irgendwo hinstellen. Den packen wir mal schön hier. Neben der Mülltonne. Obwohl, wir packen den mal hier in der Ecke rein. Passt der hier so rein? Steckt mal schon, wa? So. Dann müssen wir mal gucken. Hier bestimmt. Ah, hier. Sehr gut. Das kaufen wir mal. So, wunderbar. Dann können wir ja uns mal die nächsten Gerichte hier kochen. Dazu geben wir mal ganz kurz unsere Speisekarte und ziehen das einfach mal hier hin. Die müssen wir erstmal, glaube ich, wahrscheinlich noch irgendwie freischalten, bin ich der Meinung. Können wir uns zum Beispiel anpinnen? Pinnen wir uns auch mal an. So. Wir brauchen ja Salz, Pfeffer. Was brauchen wir jetzt dafür? Wir brauchen Präparation, Rippenei zuschneiden, okay. Genau, wir brauchen, dann brauchen wir noch ein bisschen, genau, Tomaten, Krähen, ach, wie sollen die Tomaten, Krähen sogar? Scheiben und Petersilienscheiben. Ah!
Probieren wir mal aus. Also Tomaten, Petersilie und Fleisch brauchen wir. Mehr haben wir ja erst einmal nicht. Bereiten wir also mal alles hier vor. Holen wir uns mal hiervon was, davon was. Na komm, wir machen mal ein bisschen voller hier. Das hält sich bestimmt im Kühlschrank, hoffentlich. Bei Tomaten haben wir noch. Petersilie haben wir nämlich auch noch genug. Die sind nämlich, voilà, im Kühlschrank. So. Die sind nämlich im Kühlschrank hier vorne. Und ich glaube, die verderben auch gar nicht so schnell. Gut. Dann bereiten wir mal alle. Hoppala. Bereiten wir mal alle zu. Packen wir mal hier rauf. Hier so raufpacken. Ja, passt schon. Dann nehmen wir unser Messer. Dann schneiden wir das mal zu. Da können wir, glaube ich, zwei Hälften rauskriegen. Genau. Oh. Nächste. Schneiden wir auch nochmal zu. Okidoki. Also, wir müssen das Messer mal beiseite packen. Und das letzte Stück Fleisch packen wir auch hier hin. Das schneiden wir auch nochmal schön zu. So, sehr gut. Dann brauchen wir noch auch noch ganz wichtig. Wir müssen auch nochmal hier ein bisschen Kohle und Zunder kaufen. Und Salz, Pfeffer haben wir ja. Das brauchen wir erstmal. Das ist ja nur für unser erstes Gericht. Ich glaube, Kohle und so können wir hier nämlich kaufen. Ja, hier. Wenn wir von allem mal so ein bisschen vier. Dankeschön. Und, ja, also wie gesagt, befindet sich noch im Early Access, hat man noch gar nicht so ein bisschen gehabt. Also, falls ihr mal ein bisschen Probleme habt und es stürzt ab, das ist gerade beim allerersten Mal so, startet das Spiel einfach nochmal neu, dann läuft sowieso alles nochmal ein bisschen schneller. Dann habt ihr auch nicht die allergrößten Probleme. Ist noch im Early Access, also quasi Verbesserungen kommen immer wieder neue hinzu. Ich bin aber auch felsenfest davon überzeugt, wenn es erstmal den Early Access verlassen hat, dann werden wir es auch ganz schnell auf den Konsolen sehen, weil das Spiel ist perfekt für die Konsole. So, erstmal hier alles auffüllen. So, dann können wir uns schon mal einen hier nehmen. Dann machen wir uns mal hier schön voll. Ist auch, ich finde, vom Spielprinzip her simpel gehalten. Ihr müsst nicht zu viel machen. Ihr müsst aber auch nicht zu wenig machen. Also, ihr seid gut gefordert. Feuer wollen wir noch nicht machen. Jetzt packen wir mal ein bisschen was am Fleisch, nehme ich hier weg. Wir können mal gucken. Das lag jetzt hier ein bisschen länger rum. Sieht aber gut aus. Petersilienscheiben. Okay, da sind irgendwie Petersilienscheiben drauf. Warum auch immer. I don't know. Wir nehmen nämlich erstmal zwei hier. Wir brauchen nämlich pro Teller nur einmal Fleisch. So, machen wir mal zu. Obwohl, wir holen schon mal die Tomate hier raus. So. Einmal hier. Und ein Strauß Petersilien. Ich glaube, die müssten halt allesamt noch irgendwie halten. Dann nehmen wir immer so einen Strauß. Also da sind, glaube ich, wahrscheinlich so sechs Sträuße dran. Die ziehen wir dann immer raus. Wir holen uns nochmal fix Tomaten schon mal ein bisschen vorbereiten. Weil heute in der Folge geht es halt nur ums eine Gericht. Und ich denke mal, wir werden dann aussteigen. Und dann können wir auch mal gemeinsam noch zum Ende des Videos das zweite Gericht herstellen. Das heißt, wir brauchen erst einmal Tomaten. Hole ich mal zwei Stück. Dann bereiten wir mal alles vor. Auch ganz simpel eigentlich gehalten. Wo ist denn? Wo ist meine Kiste? Wo ist meine Kiste? Gut. Mir wurde meine Kiste geklaut. Ein Glück waren es nur zwei Tomaten gewesen, aber trotzdem. Wo sind denn die hin? So. Habe ich die aus Versehen geworfen? Ich weiß es echt nicht. So. Haben wir hier Tomaten raus. Eins. Und zwei. Wir bereiten schon mal die Teller vor. Wir können mal gucken. Wir können bestimmt auch mal so einen runden Teller nehmen. Das ist auch
Ah, das sieht aber ein bisschen groß aus. Ach, wir packen die mal lieber weg. Nimm mal so einen viereckigen. Sieht auch nicht schlecht aus. Gut. Nehmen wir uns mal ein Stück Fleisch. Packen das mal so beides beiseite. Und jetzt müssen beide dreimal Salz erhalten. Einfach gedrückt halten. 3 Gramm. Das seht ihr aber auch. Warte mal. Hier. Bin jetzt ein bisschen hochgekommen beim Rezept. Da. 3 Gramm Salz, 3 Gramm Pfeffer. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier nochmal das Salz. 1, 2, 3. Sehr schön. So, wir bereiten ihn, wie gesagt, erst einmal zu. Oh, hier muss einmal Salz drauf. Weil die Gäste kommen sehr schnell und genauso wie bei manch anderen Restaurant-Simulator gehen die sehr schnell weg, wenn die ja, Langeweile haben, also nicht bedient werden. So, wunderbar. Das haben wir. Da können wir das schon mal hier so ein bisschen klein schneiden. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen gucken. Die müssen wir gleich mal drehen. Kommt aber auch so ein schönes Symbol. Deswegen ist es einfach gehalten. Gerade, ich muss ja immer wieder ehrlich gesagt sagen, ich bin ja wirklich niemand, der so ein Spiel so schnell durchblickt. Ich bin da einfach zu einfach gestrickt. Aber man findet da schnell rein. So, das ist schon mal fertig. Das kommt hier auf den Teller. Und das ist auch fertig. Das kommt auf den Teller. Jetzt können wir natürlich die Tomaten hier, können wir die hier so nehmen, genau. Kurz mal raufpacken, weil angeblich sollen die auch gegrillt werden. Die brauchen wir nicht flippen. Dann können wir uns jetzt hier mal so ein Stück nehmen. Zack. Einmal darauf packen. Zack. Einmal darauf packen. Sagt, die sollen angeblich auch gegrillt werden. Guck mal, Grillen-Tomaten. Probieren wir mal aus. Ich hoffe, die werden jetzt nicht schwarz oder so, aber das können wir immer noch ersetzen. So. Also ich bin gespannt. Flambiert sind sie jetzt. Das packt man jetzt ganz normal hier rein. So, einmal servieren. Boah. Ja, guck mal. Backen. War vielleicht nicht gut gewesen? Ich weiß es nicht. Oh. Naja, wird ja nicht der letzte Teller sein. Bei Netzba hat man bessere Bewertung gehabt. Kann ich nur eine reinmachen? Oh. Okay, dann machen wir mal schnell auf. Vielleicht kann ich da nur ein anderes Gericht reinmachen? Warte mal, ich pack den mal beiseite hier. Ich muss den beiseite packen oder so. Ich pack den einfach mal hier hin. So. So, jetzt probieren wir es mal aus. Oh nein, 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 nein. Nicht mein Fleisch einfach wegnehmen. Den ganzen Teller bitte einmal nehmen. Okay. Also wir können das nicht auch. Also wir können ein Gericht nicht auf mehrere Tabletts packen. Das geht anscheinend nicht. So. Hat es denn geschmeckt? Dankeschön. Dankeschön. So, das Coole ist, ich glaube, ihr könnt auch die Teller übereinander packen. Hier, guck mal. Und dann könnt ihr das unterste hin. Oh, könnt ihr nicht nehmen. Na gut. Mm. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen vorgesorgt. So, aber das ist jetzt auch. Oh nein, ah, nicht nur das Fleisch. Das ist jetzt auch leer. Genau, einmal servieren. Die Hitze, eieieiei. Ja, wir müssen es frisch zubereiten. Okay. Also frisch zubereiten. Hallöle, dankeschön. So, das Essen wird jetzt nicht so schmackhaft sein. Okay, aber ey, gut zu wissen, also. Dasselbe Gericht können wir jetzt nicht. Hoppala, ja. Dasselbe Gericht können wir jetzt nicht über mehrere Sachen jetzt hier verteilen.
Also, im Endeffekt ist wirklich eins nur für ein Gericht. Das ist natürlich auch gut zu wissen. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt mal das Fleisch. Die sind jetzt ein bisschen bedient. Packen wir hier so ein bisschen beiseite. Oh. Oh, da will jemand aber Teller haben. Shit, 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 shit. Auch mehr Teller. Müssen es auf alle Fälle auch nochmal kaufen. Mehr Teller. Level aufgestiegen, geil. So. Das wollen wir einmal hier Salz ran machen. So, beziehungsweise jeweils dreimal. Packen wir mal hier wieder rein. So, dann bedienen wir die mal ganz kurz. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das werden wir auf alle Fälle gleich machen. Irgendwann mal, wenn wir denn das Level haben, jemanden einstellen zum sauber machen. Flip. So. So, alle sauber. Oh, nee, noch nicht. Schnell hier. Teller nehmen. Ich habe echt nicht viele Teller, aber ich so wenig Teller. So. Hier schön Kredenzen. So, wir schneiden. Wir werden jetzt mal den nicht backen. Ich will jetzt mal gucken, ob es auch so funktioniert. So. Ah, ein Kunde könnte noch kommen. Schneller, Kunden. Ah, ist ja jede Menge Arbeit, ey. So, schneller, schneller, schneller. Vorsicht, heiß und fettig, heiß und fettig. Können wir uns hier aufstellen vielleicht? Ja, du, das könnte was werden. So, wunderbar. Jetzt ist es in Ordnung. Backen. Ah, siehst du, vielleicht hat da wirklich was gefehlt. Also vielleicht auch ein bisschen überbackt. Müssen wir mal gucken. War jetzt vielleicht nicht perfekt gewesen, aber okay, gut. Fleisch haben wir noch hier. So, packen wir mal hier hin. Wir können ja schon mal die Tomaten zuschneiden. So, der ist jetzt auch fertig. Und anscheinend sind wir auch fertig für heute. Okidoki. Gut. Sehr schön. Wo sind aber meine ganzen Teller hin? Wurden meine Teller geklaut? So, da packen wir für morgen hin. Die beste Ware nur für den besten Kunden. Gut. Oh, super, mein Essen. Da kann er mir mein Essen gegessen jetzt. Ja, leider kannst du es entfernen. Schade. So. Also na, morgen müssen wir es auf alle Fälle. Wir gehen jetzt einmal schlafen. Jetzt beginnen wir den nächsten Tag. Werden wir auf alle Fälle uns neue Teller kaufen. So. Geschlossen. Achso. Warte mal. Licht. Zack. Geschlossen. Auf geht's nach Hause. So, am nächsten... Achso, wir müssen erstmal schlafen. Aber wie gesagt, ein Levelübersprung. Geil. Boah. Ja, wir haben ein bisschen mehr Geld ausgegeben, aber ist ja auch klar. Ein bisschen muss ja.
gerade am Anfang, wir nehmen halt natürlich nicht viel ein, das ist halt so ein bisschen aus dem Munde leben, das, was wir ausgeben, nehmen wir gerade mal so ein. Oh, guck mal, da wartet jemand Neues auf uns. Wer ist denn Titte? Oh, oh, der sieht wichtig aus. Inspektor. Hallo, sind Sie der Inhaber dieses Shops? Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Geschäft. Ich bin der Gesundheitsinspektor für dieses Gebiet. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alle Geschäfte in der Umgebung sauber sind und den Vorschriften entsprechen. Tut's, mein Freund. Ich hoffe, dass Sie ein anständiger Restaurantbesitzer sind, der sich an die Regeln hält und anderen Restaurants ein gutes Beispiel gibt. Denken Sie daran, Ihre Lebensmittel in den Kühlschrank aufzubauen, damit keine verdorbenen Lebensmittel herumliegen. Ja, mache ich immer. Außerdem wird Ihr Geschäft schmutzig werden, wenn die Kunden kommen und gehen. Also vergessen Sie nicht aufzuräumen. Ich hoffe, wir sehen uns nicht so oft. Das wäre das Beste für uns beide. Auf Wiedersehen. Ciao. So. Also. Ein neuer Tag. Soll ich open machen? Ein neues Glück. So, wir haben ja jetzt, glaube ich, ein neues Rezept. Guck mal nach. Ja. Freischalten. Geil. So, und das werden wir heute mal das erste Mal kochen. Das heißt, wir machen heute einmal gegrilltes. So. So. Kann ich das auch mitnehmen? Ja, wa? Ja, wollte gerade sagen. So, und das pennen wir mal an. So. Das pennen wir mal an. Weil, das ist für mich eher wichtiger. Genau, Hühnerbrust, sehr schön, weil das kenne ich doch nicht. Das andere war sehr simpel gewesen. Und dann kaufen wir mal dafür alles ein. Wir brauchen dafür Paprika. Ach, das sollen wir alles kriegen. Paprika, grüne Paprika und Kartoffeln. Kartoffeln schneiden. Hähnchenbrust. Jede Seite backen. Backen. Ist Backen auch grillen eigentlich? Ich hoffe mal. Backofen habe ich nicht. Probier's einfach mal aus. Seit Chili-Pfeffer. Oh, da brauchen wir echt viel. Also gehen wir erstmal einmal gemeinsam shoppen. Kohle haben wir ja genug. Wir brauchen einmal. Was ist das hier? Metz. Achso. Gibt's doch gar nicht. Ach, guck mal hier. Teller. Das brauchen wir erst einmal. Boah, ich mag die hier. Da verkaufen wir erstmal so einige. So, dann brauchen wir. Wir kaufen mal einfach jetzt hier alle. So. Hier umfasst. Nö, nö. Hier haben wir alles, wa? Ja. Sehr schön. Packen wir es nämlich erstmal hier aus. Chili Pfeffer. So. Guck mal, wir sind gar nicht doof. Wir machen einfach so, ja. Hahaha. Schlau, wa? Oh. Ach, das war jetzt wieder doof gewesen. War doch ein Regal. Aber egal, wir können es ja hier übereinander stapeln. Vielleicht auch nicht schlecht. Kann man ganz gut dafür verwenden, die Sachen anzuservieren. So, was haben wir hier? Packen wir mal ganz kurz hier hin. Machen wir mal zu. Was ist denn das hier? Chili-Pulver, süßes. Okay. So, das packen wir mal hin. Kreuzkümmel. Gewürzglas, Dingsabumster. Das sind alles Sachen, mit denen ich auch immer koche. Minze? Also, wie gesagt, dann habe ich das einfach mal. Seid ihr auch so welche, die wirklich einfach, wenn sie jetzt Gewürze brauchen, einfach alles kaufen? Ich mache das immer wieder, war und einfach verdirbt es irgendwann. Ah! Warte mal, ist das Chili? Gewürzglas mit Schwarzen. Ah, das habe ich schon, wa? Naja. Kann ja auch irgendwann alle werden. Thymian? So. Gewürzglas. Ich glaube mal, aber er wird das hier haben, wa? Salz, Chili, Pfeffer. Hm. Wird schon irgendwie. Gut, jetzt brauchen wir noch Hähnchen. Von dem Fleisch haben wir noch ein bisschen was. Wir brauchen auf alle Fälle Hähnchen. Wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, das hier, wa? Holen wir vorhin selber drei. Man kann es ja kühl lagern. Wir können mal eine Tomate holen.
Und dann die ganzen Sachen für das Hähnchenbrust. So, das packen wir mal hier hin. Und hier hin. So. Dann müssen wir die bestimmt zuschneiden. Oh, scheiße, sollten die so sein? Ich glaube nicht, wa? Hühnchenbrust nehmen. Nee, die sollen wir nicht so. Okay. So. Habe ich dir umsonst geschnitten. Wir brauchen Paprika, Rot, Grün und Kartoffeln. Ohne Tomate, hatten wir ja gesagt. Die holen wir hier. Obst- und Gemüseladen. Da haben wir, hier sind Zitronen. Das brauche ich nicht. Petersilie. Eine rote Paprika. Mal gleich mal zwei. Tomate. Grüne Paprika. Kartoffeln, Kartoffeln. Wo hast du deine Kartoffeln, mein Freund? Kumpel, wo sind deine Kartoffeln? Grüne. Pilze. Ja. Ach, hier. Zweimal. Gut. Auch wieder Unsumme ausgegeben. Bereiten wir mal alles vor. Ich denke mal, Paprika soll klein geschnitten werden, wa? Schneiden Kartoffeln. Ach, guck mal, nee, schneiden nur Kartoffeln. Das heißt, Paprika können wir einfach hier reinmachen. Tomaten machen wir jetzt mal hier rein. Einmal geschnitten haben wir ja schon mal. Grüne. Also wie gesagt, die sollen nicht geschnitten werden, angeblich. Aber die Kartoffeln machen wir auch mal gleich. Bin aber auch jemand, der auch generell, also ich kann ja kochen. Wir kochen aber sehr viel Maki, also das ist natürlich jetzt kein Kochen. Aber auch so suche ich mir Rezepte raus und koche dann auch frisch. Das mache ich auch gerne, aber ich koche halt immer nach Rezept, aber dann klappt das eigentlich auch. Also ich sag mal so, meine Qualität von Kochen reicht aus, dass ich mich auch wirklich nach Rezepten richten kann. Und dann schmeckt es auch so, auch beim Backen tatsächlich. Ab und zu schon mal gebacken, einfach nur nach einem Rezept gerichtet, hat alles geklappt, aber so frei Schnauze kann ich sowas nicht. Also da müsste ich richtig viel üben. Gut, dann richten wir mal so ein Brustdingsterbumster ein, wa? Das heißt, wir holen uns mal die Kohle hier raus. Oh. War gar nicht fertig, wa? Warte mal, soll was hier lernen? Wie ist denn das da? Ah! Ah, ich wollte gerade sagen, sah gerade so unfertig aus. Gut, müssen wir das Fleisch irgendwie würzen? Würzen mit Hähnchenbrust nehmen, würzen mit Salz. Jetzt die Frage, Chili-Pfeffer. Ich habe jetzt hier dummerweise nur den hier. Ich mache jetzt einfach Chili. Ach doch, das ist Chili-Pfeffer. Perfekt. Ein bisschen was anderes dran, aber das ist Chili-Pfeffer. Sehr schön. So, dann packen wir mal hier rauf. Und dann nehmen wir uns mal das Fleisch. Können wir auch mal zubereiten. Sehr schön. Nehmen wir uns mal hier jeweils zwei Teller. Oder jeweils einen Teller, Verzeihung, so rum. So, sehr schön. Die können wir schon mal hier raufpacken. So, und dann müssen wir noch, warte mal, würzen, genau. Grillen. Paprika und Kartoffeln müssen wir noch grillen. So, und dann eine rote Schote.
So. Der kommt der hier rauf. Da können wir schon mal kurz alles hier aufmachen. Ah! Ah, yes. Dann dürfen wir es heute am Rand lassen. Okay. Ich weiß, sind die denn verbrannt eigentlich? Ich mach jetzt einfach das runter. Vielleicht war es zu lang gewesen. So. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Petersilie hier raus. Packen wir einmal hier schon rauf. Machen wir einfach mal. So. Jetzt nehmen wir den Teller. Packen einmal den dahin. Einmal das servieren. Okay, also hier fehlt auf alle Fälle irgendwas mit Backen. Irgendwas mit Hitze fehlt auch. Weiß ich nicht was, aber du, wohl bekommst. Genau, und hier ein anderes Gericht. Ja, hier fehlt auch irgendwie Hitze. Bestimmt, weil es zu lange gestanden hat. Deswegen wahrscheinlich. Gut, können wir aufmachen. Open the door. Währenddessen können wir natürlich schon mal das nächste vorbereiten. So, das ist alles hier geschnitten. Das ist gewürzt. Die hier. Die. Ach, schmeckt, wa? So, und dann nehmen wir uns nochmal ein Fleisch hier raus. Das können wir nochmal schon mal würzen. Tomate. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die heiß backen soll. Also, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Die waren zu lange. Kann ja auch sein. Bisschen Salz. Ach, guck mal, das scheint dir aber trotzdem zu schmecken. Mensch. So, wo ist denn eigentlich mein Pfeffer? Gut. Ach komm, das packen wir einfach jetzt mal hier hin. Oh, da ist Müll. Ja, ich komme gleich, So. Dankeschön. Dankeschön, die Dame. So, wie gesagt, ich habe mir ein paar Teller gekauft. Macht jetzt schon mal ein bisschen was weg. Gut. Ja, wie gesagt, backen. Ich glaube, backen ist falsch, ey. Also, was wir jetzt hier machen, das ist Grähen. Das ist ja Grähen. Wir sollen aber backen. Weil es gibt ja sowas wie einen Backofen. Wir müssen mal hier gucken. Da. Das ist auch falsch. Nee, das kann es auch nicht sein. Station. Fleischwolf. Nee. Ach, guck mal, können wir später wirklich Döner machen? Nee, ich glaube, das soll Grillen sein. Obwohl, ist das ein Backofen? Was ist denn das da? Nee, Gefrierschrank. Ach, vielleicht mache ich es einfach auch falsch. Achso, Entschuldigung, Verzeihung. Wir gucken einfach nochmal. Also, eigentlich hat es ja immer gut geklappt. Guck doch mal, vielleicht. Also, das Hähnchen soll jetzt. Da steht zwar backen. Aber ich glaube eher. Oh. Wir müssen ein neues Gericht herstellen. So, einmal hier. Einmal da. Jetzt weiß ich halt nicht, ob es vielleicht zu heiß ist. Einfach nur aufgewärmt werden sollte. Ich glaube, das ist zu heiß geworden, wa? So, da packen wir mal immer mal mit. Okay, war auf alle Fälle von der Hitze besser gewesen. Vielleicht war es nicht gut gebacken oder so. So, Teller haben wir noch ein paar, sehr schön.
So, ich hoffe, das Hähnchen bleibt noch ein bisschen heiß. Aber vor dem neuen Rezept, ich dachte, da wäre ein bisschen weniger, aber es hält sich gut lang. Also auf alle Fälle würde ich mal in der nächsten Folge ein bisschen umrichten. Oh, die nächsten sind fertig. Sag mir jetzt nicht, wir haben jetzt Feierabend oder so. Ich habe jetzt extra Essen zubereitet. Wo ist die Zeit nochmal? Ja, da kommen noch welche. Sehr schön. Oh, das Essen wird langsam kalt, wa? Ja, Level 3. Da müssen wir es aber merken, war das neue Gericht, das sie gemacht haben, das reicht für den ganzen Tag. Müssen wir uns gleich mal umgucken. Wir gucken uns gleich mal am Ende an. Da steht ja drin, ja, Tag ist vorbei. Ja, super. Und sonst ein Gericht gemacht. Ach, schade. Oh. Hier, falls ein Obdachloser kommt, der kann das gerne haben. Oh, Stühle gucken aus. Hier wollen Sie es essen haben, bitteschön. Oh, lecker, wa? Ach, naja. Schade. So, ich komme gleich zu Ihnen. Einen Augenblick, einen Augenblick. Bisschen ärgerlich, aber egal. So, mal, wir haben ein bisschen Minus gemacht dadurch, wa? Also, wir sind jetzt quasi mit dem rausgegangen, was wir tagsüber begonnen haben. Plus Minus. Ist natürlich nicht geil. So, einmal entfernen. Und Freunde, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge wird wahrscheinlich in 2-3 Tagen kommen, werden wir mal hier ein bisschen umrichten. Ich will es vielleicht versuchen, mal ein bisschen produktiver hier zu gestalten. Das ist mir alles ein bisschen weit weg, hier und dort. Da machen wir uns das ein bisschen schöner. Die Stühle machen wir natürlich auch mal weg. Warum ist hier der Dreck? Einfach so unterm Tisch, gibt's ja gar nicht. Wir müssen mal kurz mal gemeinsam gucken. Also, hier die ganzen Sachen. Okay, das ist in Ordnung. Wir gucken mal kurz nach. Bei den nämlich Speisekarten. Hier haben wir zum Beispiel. Jetzt sehen wir hier irgendwie was. Das ist eine gute Frage. Wir sehen aber nicht, wie viel davon immer ist, wa? Das ist zum Beispiel nach 3 Tellern schon fertig, habe ich das Gefühl. Ah, warte mal, hier irgendwo. Heiß servieren. Das ist natürlich klasse, heiß servieren sollen. Grill, okay. Und hier auch, okay. Das Feuer ist jetzt alles in Ordnung gewesen. Leider sehe ich aber nicht, wie viel wir dafür haben können. Guck mal, wir haben noch die Fertigkeiten. Schnitzmeister erhöht schnittweise Geschwindigkeit. Oh, nein, das machen wir bei Zeiten. Gut, sehen wir leider nicht, wie viel wir Gerichte da rausholen können. Aber Freunde, das hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann bei der nächsten Folge. Lasst mich gerne wissen, wie ihr den Kebab-Chefs-Restaurant-Simulator findet. Ich will immer gerne Kebab-Simulator sagen oder Döner-Simulator. Ich mache noch schnell sauber hier. Und ja, in der nächsten Folge wird ein bisschen das Restaurant umgemodet. Wir haben zwar jetzt nicht so viel Geld, aber mit dem, was wir jetzt hier haben, werden wir das Beste draus machen. Das heißt wiederum, wir werden versuchen, das ein bisschen besser zu gestalten. Wie wir es genau machen? Weniger Bewegung. Wir wollen zum Beispiel das Waschbecken näher zum, ich sag jetzt mal, Geschirrregal packen und so weiter und so fort. Das halt ein bisschen besser rankommen. Freunde, das war's gewesen, wa? Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Achso, und wer für laue Teller waschen möchte, der schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das können wir schon mal für den nächsten Morgen packen.